Bei regnerischem Wetter starteten Reinhard Frank und Bodo Kotzom vom Verein Teltow ohne Grenzen ihre Fahrradtour zum Stadtfest in die Teltower Partnerstadt Ahlen in Nordrhein-Westfalen. Sie haben ihr Ziel pünktlich erreicht. TKS-Zeit war zugegen. Willkommen in Ahlen! Dankeschön! Und der zweite Radler. Bis willkommen in Aalen. Danke, danke. Gut angekommen bei Ihnen. Wunderbar. Sehr schön. Dann steigt erstmal ab. Hier gibt's Trinken und eine Stärkung. Wie war die Tour? Wunderschön. Wettermäßig? Zwar anstrengend, aber wir haben es geschafft. Effektiv 333 Fahrradkilometer hinter uns. Bei schönstem Wetter, auf herrlichsten Wegen. Mit fantastischen Begegnungen. Es war schön und man kann es wiederholen. Und es gibt tolle Fahrradwege hier. Es gibt fantastische Fahrradwege, toll ausgeschildert, fast alle asphaltiert, ein wenig Schotterwege. Und man kann sich eigentlich fast nicht verfahren. Nö. Und man kann sagen, zu zweit fährt sich besser als alleine nach Gonfoville, wa? Auf jeden Fall. Ja, es hat sich gut gemacht, dass wir unser Wohnmobil bei hatten, dass der Winfried Zossner das gefahren hat. Wir haben wirklich eine gute Unterstützung gehabt und wir sind hier toll empfangen worden in Aalen. Alle haben sich gefreut und wir werden das genießen, das Stadtfest, was wir hier erleben und freuen uns, dass hoffentlich das Wetter auch noch so hält. Dankeschön und viel Spaß in Aalen. Danke. Das ist ein Novum, möchte ich mal so sagen. Und wir freuen uns natürlich, dass zur Zeit der Tour de France die Teltower das zum Anlass genommen haben, die Tour der Ost-West auf sich zu nehmen. Das sind ja schon allerhand Kilometer. Und Respekt, Respekt, ohne Blessuren, ohne Unfälle, wohlbehalten sind die Radler hier angekommen. Also Herr Bürgermeister, ich habe das Gefühl, die nächste Tour der Franz wird in Teltow gestartet. Also nichts ist auszuschließen, aber ich freue mich insbesondere, weil ich kann es natürlich einschätzen an der Stelle, sehen beide immer noch genauso gut aus wie an dem Tag, als sie losgefahren sind. Also muss alles gut gelaufen sein. Wir freuen uns. Prima.